Moinsen! Wir gönnen uns mal. Uwe ist weg heute. Er ist halt nicht da. Du bist. Audi. Uwe ist doch da. Wo sind wir hier, Uwe? Ich weiß nicht, wo wir sind. Nein, natürlich weiß ich, wo wir sind. Wo sind wir denn? In einem Hotel. Schande über uns. Howdy, Dominik! Howdy. Moin, beste Grüße. Obwohl, da ist ja schon Mittag. Ja, wir sind in einem Hotel, in einem wunderschönen Hotel. Wie heißt das Ding nochmal? Feeling Eduardo. Genau. Wir haben uns eine Suite gegönnt heute mal, oder? Also gestern Eduardo. Schon. Ja, ich zeig's nochmal unser Zimmer. Ah, ich dreh mal die Kamera. So, schauen wir mal. Also wir haben uns echt mal was Größeres gegönnt heute, weil wir keinen Bock mehr hatten auf, oder ich keinen Bock mehr hatte auf ein Hostel. Deshalb habe ich den Herzmann halt eingeladen in so eine kleine Suite hier. Und wie findest du es hier? Wie finde ich es hier? Ja, also an sich so eine Suite ist natürlich was Schönes, ne? Ja, wir schlafen zusammen in einem Doppelbett. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Ja. Genau, das Bett ist gemütlich, sehr gemütlich tatsächlich, aber es ist schon ziemlich schwul. Ja. Ich das vor allem, so. Wenn du deine Beine immer auf mich legst. Alter, das ist echt maximal schwul. Hör bitte auf damit. Wir haben übrigens nichts gegen Schwule, sind aber selbst nicht schwul. Genau. Sexy, also, schreibt das Stefan. Böse gemeint, dass wir die Feindlichkeit. Wir zeigen jetzt mal ein bisschen, wo wir sind. Das ist einfach nicht so schön. Also wir müssen sagen, diese Unterkunft hier können wir wärmstens empfehlen. Genau. Mit der Frau. Jetzt sind wir ein bisschen leiser. Aber hier seht ihr das. Hier steht ständig Kuchen rum. Man kann sich immer Kuchen holen, wann immer man möchte. Deine Mutter ist online. Möchtest du was sagen? Moin. Ich muss jetzt erstmal Käffchen. Käffchen. Also, ich gehe nochmal ein Stückchen weiter und zeige ein bisschen was. Zimmer. So, auch sehr geil. Also, jetzt mal kurz zur Unterkunft. Wir können die echt wärmstens empfehlen. Die ist nicht ganz so teuer. Die haben hier nur Suiten. Das heißt Junior Suite und eine normale Suite. Und es ist echt mega sauber. Also das erste Highlight hier ist, dass es extrem sauber ist. Das zweite Highlight ist hier dieser Aufzug. Der ist echt richtig cool. Ich rufe mal kurz. Fahren wir ein Ründchen. Und dann ist das hier echt extrem guter Service. Also wir bekommen jeden Morgen das Zimmer gemacht. Das ist, glaube ich, auch ein Standard in einem Hotel. Aber wir bekommen jeden Morgen ein kleines Präsent dorthin gelegt. Ist immer ein anderes. Und ist geil. So, nehme ich euch mal mit. Mal ein bisschen kleiner hier. Fahren wir Aufzug. Macht auf jeden Fall Spaß. Und runter, runter, ich bin schon weg. Da kam der Uwe. Ich komme wieder hoch. Es macht auf jeden Fall riesig Spaß. Ich drehe es mal um hier. Auch sehr traditionell. Knöpfchen. Oh Gott. Moin! Kann man nur so ein Spielchen sein. So, erzähl doch mal was du. Also wie gesagt, ich habe jetzt gerade gesagt, dass man hier morgens, wir bleiben jetzt mal beim Thema, dass man hier morgens jeden Morgen ein kleines Präsent bekommt, beziehungsweise wenn wir zurückkommen und das Zimmer wurde gemacht, liegt immer ein kleines Präsent auf dem Bett. Also es ist sehr süß. Als wir kamen, waren es Kekse. Gestern, als wir kamen, waren es so kleine Muffins, die wurden uns da hingestellt. Wir haben außerdem auch ein Schreiben, als wir angereist sind, lag ein Schreiben vor Ort. Mit einer Begrüßung. Das war eine schöne kleine Begrüßung. Ne? Begrüßungsnachricht. Persönliche Begrüßungsnachricht. Ja, und. Genau, das ist wirklich sehr schön. Ne? Also, wenn man ein bisschen auf Service steht, das sind sehr nette Leute hier, die echt wirklich freundlich sind und wirklich sich um alles kümmern. Ja. Genau. Die Zimmer sind riesengroß, echt viel Platz. Ja. Die Dusche ist super, das Bad ist, also die Toilette ist ein bisschen. Ist halt sehr modern alles gestaltet, aber doch sehr eng. Also. Der Uwe wird ja richtig verwöhnt, bevor es nach Rotterdam geht. Ja, das stimmt. Obwohl, ich habe ja gesehen, der Uwe wird demnächst in Rotterdam sein mit ein paar Freunden von der Uni und wird da auf einem Hausboot nächtigen. Und das sah eigentlich auch ganz cool aus. Ich nehme an, dass er es über Airbnb gebucht hat.
Ja, freilich Airbnb. Und du hast nämlich auch nichts dafür getan, sondern hast wieder buchen lassen. Richtig. Ich wurde ja angerufen, als der ganze Trip schon geplant Also das war. Heißt ja, so läuft das übrigens bei uns auch immer. So, dafür ist dem Flo seine Navigationsfähigkeiten etwa so, dass er nicht von der ersten bis zur zweiten U-Bahn-Station kommt. Ich würde tatsächlich alleine dahin kommen, aber der Erzmann macht das schon ganz gut. Mhm. Ja. So, ja, ansonsten, also wir verlinken das Hotel auch einfach unten mal in die Beschreibung. Es ist wirklich ein mega geiles Hotel. Super gut gelegen, muss man auch sagen. Es liegt in der City. Hier ist direkt ein großes. Genau, also du kommst sofort. Hier ist ein. Ach so. Großes. Einkaufszentrum. Das Einkaufszentrum ist jetzt natürlich nicht so das Coole, aber ihr seid ja an einem schönen Platz. Ihr seid direkt an der Metrostation. Also ist das Einkaufszentrum cool. Ja. Ja, der Flug fährt nach Lissabon fürs Einkaufszentrum. Ich fahre da nicht nach. Das ist aber gerade für Backpacker natürlich wertvoll, wenn da direkt alles ist. Du hast da Drogerie, du hast da Lebensmittel. Aber Backpacker sind alles eher als Backpacker die Geld haben. Ja? Genau, ja. So. Wir reden ja nicht immer von den Schluckern, die sich unterwegs Arbeit suchen müssen. Ja? Es gibt auch andere Backpacker. Gibt's die? Das sind nicht alle so wie du. Gibt's die? Können sich Backpacker so Suiten leisten? Ich könnte es ja mal kommentieren. Oh, genau. Nein, also ansonsten ist es natürlich sehr schön. Es gibt nämlich Backpacker, die sparen einfach darauf hin. Ich kenne auch eine, die hat, weiß nicht, 5.000 Euro mitgenommen. Ja. Ja. Also. Großkotzige Backpacker, nennt man sowas. Oder organisierte Backpacker. Ja, 5.000 Euro. Dann, also 5.000 Euro, da brauchst du ein paar Jahre, um das zu organisieren. Ein paar Jahre? Ja, also mehr als eins auf jeden Fall. Ja, sicher. Das ist doch Schwachsinn. Ja, nicht jeder hat noch jetzt, hör doch. Ja, dann mach nicht so. Also, wir haben übrigens das YouTube. Also, nochmal zurück. Das Hotel verlinken wir unten rein. Können wir wärmstens empfehlen. Ja. Ist sicherlich das Beste, wo wir bis jetzt waren. Stella Viva auch noch sehr gut. Und die Hostels. Wir machen dazu noch ein Video, welche Hostels cool sind und wie ihr da am besten. Also, im Nachgang machen wir das. Wie ihr da am besten vorankommt und wo ihr am besten die Hostels sucht. Ne? Und wo auch die besten Preise, wo ihr die besten Preise finden könnt. So, was machen wir heute? Nichts. Doch, ein bisschen was. Wir gehen nochmal in die Stadt. Wir waren, sind noch nicht mit der Tram gefahren. Das ist heute auf dem Programm. Sorry. Das ist heute auf dem Programm. Hängen geblieben. Hängen geblieben. Ja, ist einfach nicht böse. ja. Gut. Genau, wir fahren mit der Tram, dann wollen wir noch mal ein bisschen in die Stadt so ein bisschen entspannen. Heute nicht so viel machen, dann müssen wir unsere Vorbereitung vor allem machen, weil es ja morgen zurückgeht. Und als Backpacker müsst ihr zum Beispiel ein bisschen mit dem Gepäck aufpassen. Wir geben natürlich nur ein Gepäckstück auf, das andere werden wir dann als Handgepäck machen. Das heißt, wir müssen die Rucksäcke umpacken. Man muss dann mit dem Campingkoffer, das haben wir schon mal erwähnt, sehr aufpassen. Wenn die Brennkammer nämlich noch Spiritus unterhält, dann habt ihr Probleme, da nach Fußball zu kommen. Und insofern müsst ihr die vorher nochmal ordentlich ausbrennen. Das sind so Kleinigkeiten, an die man denken sollte. Ja, ansonsten hast du noch einen Programmpunkt, den wir heute machen? Ja, wir gehen nochmal ins Zimmer. Nee, ansonsten haben wir keinen Programmpunkt. Ja, Souvenirs kaufen für die Familien. Ach ja, genau. Postkarten schreiben für die Herren und Damen, die wir unterwegs getroffen haben, die uns geholfen haben. Ich kann auch mal eben das Bad zeigen. Also das Bad ist wirklich sehr eng, aber dafür lang. Die Dusche ist auch okay. Also naja, komm. Der kommt noch jung. Guck, das findet ja alles schwul. Ja, also der Flo ist auch schon, also wenn auf den Sack gehen ein Skill ist, dann ist der Flo da auf jeden Fall auf Meisterlevel. Was meinst du? Ja. Genau. Guck einfach mal, wie weit kann ich den Uwe treiben. Ja, irgendwann macht ich dann den Stream, weil der Flo nicht mehr kann. Ja, und ich strecke euch jetzt mal aus dem Fenster. Zeige ich euch mal, was hier so gibt. Also wir haben eine Grünanlage direkt vorm Haus. Also wirklich in der Schicki. Und die U-Bahn.
Station, Metrostation, direkt hier unten. Kleiner Fernseher ohne deutsches Programm. Hallo, das ist mein Kuchen, du blödes Stück. Der lag jetzt zu lange da. Du hast ihn schon angefasst. Du bist ein asozialer Penis. Du warst gerade in der Küche draußen. Was? Oh, der ist so lecker. Mann, ey, das ist ein Traum. So. Ja. Ja. Wir melden uns. Beste Grüße. Spätestens in der Tram. Heute versprochen. Oder? Ja, wenn der Fluss verspricht, ja. Dann ist da auch was dran. Ciao. Macht's gut, alle. So komme ich schon mit an den Ausgang.